Das ist gut. Danke. Jetzt muss ich erstmal wieder in die Rollen reinkommen, weil ich hatte eine ganze Woche lang Aufnahmepause. Ich glaube, jetzt kann ich meine Gedanken langsam entwirren. Und was glaubst du, was ich jetzt tun sollte? Was möchtest du denn tun? Ich möchte zu unserem Date gehen und ihn besser kennenlernen. Und vielleicht, dass er mich auch besser kennenlernt. Meint ihr, das möchte er? Bestimmt, Fabel. Und eigentlich brauchst du unsere Antworten auch nicht. Du hast deine eigene schon gefunden. Vielleicht brauche ich einfach Erlaubnis, auf mein Herz zu hören. Du weißt, dass du sie ihre Seele geben kannst, oder? Ich vergesse das jedes Mal. Ihr habt schon recht. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich tun möchte. Ungefähr. Und den Rest finde ich noch heraus. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Wenn ich Angst habe, hilft mir das immer. Angst zu haben ist nichts Schlimmes, solange du nicht davonläufst, was dich glücklich macht. Du hast recht. Weglaufen ist so einfach, dass ich das lange nicht verstanden habe. Wenn man wegläuft, weiß man immer, wohin es geht. Weg. Aber wenn man das nicht tut, muss man sich fragen, welche Rolle man zu spielen hat. Und die kann größer sein, als man glaubt. Aber als ich auf der Rückreise von Boreas war und mit Kumo zur Melodie der Geige des Navigators getanzt habe und darüber nachdachte, wo ich jetzt wäre, wenn ich mich nicht getraut hätte, mitzugehen, da wurde mir klar, dass das Leben mehr ist als ein verstecktes Spiel vor den Dingen, die wirklich wichtig sind. Und ich habe mir versprochen, nicht mehr wegzulaufen, ganz egal, wie viel Angst ich habe. Ich werde mich meinen Ängsten stellen. Auch wenn ich Angst habe, weil ich weiß, dass ich nicht ganz allein bin. Es geht doch immer noch um Kuno, oder? Nein, vor ihm habe ich keine Angst. Er ist eine der Personen, die ich an meiner Seite vorstelle, wenn ich Angst habe. Genau wie du. Mit meinen Freunden an meiner Seite kann ich alles schaffen. Ich freue mich darauf zu sehen, was du alles tun wirst. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Aber was auch immer es sein wird, ich werde die Person sein, die es tut. Und das ist alles, was zählt. Ganz genau. Ich bin stolz auf dich, Fabian. Danke für alles. Vor allem deine Ratschläge. Es waren ziemlich gute Ratschläge. Ein paar davon sollst du selber auch befolgen, Grace. Das gilt auch für dich. Aber das ist kein Wettrennen. Wir haben alle unser eigenes Tempo im Leben. Und mein nächstes Ziel ist es, mein Lipgloss neu aufzutragen. Und vielleicht etwas Rouge. Ich fühle mich ein wenig blass um die Nase. Hast du irgendwo einen Spiegel? Natürlich. In den Gästezimmern oben. Such dir einen aus. Aber ignoriere die Türen, auf denen nur für Personal steht. Das hättest du nicht sagen sollen. Jetzt bin ich nur ehrlich. Bitte.
Scheißung. Ich habe Manieren. Oder habe ich das? Hoffen wir einfach, dass sie keine der fürchterlichen Monster entfesselt, die du dort oben gefangen hältst. Hoffen wir das. Hast du jeweils den Abgrund des Zwielichts besucht? Nicht lange genug, um dort etwas zu fangen. Ich verstehe. Woran denkst du gerade? Nur Gastwirtinnen-Zeugs. Verstehe. Also, verstehe nicht, weil ich keine Gastwirtin bin, meine ich. Schon klar. Das Lied, das du erwähnt hast, das du auf dem Schiff angefangen hast zu schreiben. Ich weiß, es ist noch nicht fertig, aber könntest du mir zeigen, wie es bisher klingt? Vielleicht eignet es sich ja als Werbemelodie. Das glaube ich eher weniger. Aber ich kann es dir gerne zeigen. Denk nur daran, dass ich noch daran arbeite. Natürlich. Ja, ein Flüstern ist im Wind unter dem Rauschen der Stadt. Ich höre zu und säge los. Was bringt die Welt für mich? Das klingt wie ein Teil eines großen Abenteuers. Gefällt es dir? Ich bin mal ehrlich. Es ist ganz nett, aber nicht mit verfrüht. Also ja, ehrlich, es ist ja nicht gemeint. Es ist jetzt, wenn sie anlügen würden, das ist doch ehrliche Kritik ist ja auch. Aber es wird bestimmt noch besser, wenn du daran arbeitest. Ich gebe mein Bestes. Ich sage dir, wenn es fertig ist. Und ich wollte jetzt nicht die verunsichern oder. Ach, verdammt. Und bitte tu das. Ich finde es schön, dass du dich immer mehr verbesserst. Das ist wichtig im Leben. Das stimmt. Sag mal, hast du jemals darüber nachgedacht, deinem eigenen Rat zu folgen? Andauernd. Und warum tust du es dann nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist schwierig, aber ich glaube an dich. So wie du an mich glaubst. Und wir können es schaffen. Wir beide. Das weiß ich. Das wäre schön. Ja, das wäre es. Ich habe heute ziemlich viel geredet. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Aber das Spiel, das hier besteht aus Reden. Mach nur. Vielleicht bin ich zu lange gerannt. Vielleicht sollte ich diesen Brief lesen. Ja, komm, wird's Zeit. Der hängt da schon Ewigkeiten. Oh, das war leicht. Ich wollte das wohl schon länger tun, als mir bewusst war. Hoffen wir, dass ich es später nicht bereue. Mein lieber Freund, lange ist es her, seit unserer letzten Konversation, seit alles, was uns je verband, von Twats kalten Flammen verzerrt wurde. Ich wünschte, ich könnte mich noch an unser letztes Gespräch erinnern. Doch es ist nicht mehr als eine blasse Erinnerung.
Hast du es genossen, alles, was uns verband, zu vergessen, davor zu fliegen? In diesen 30 Jahren scheint es dir sogar genug zu sein. Dann siehe diesen Brief als eine Erinnerung an die guten alten Zeiten, um unseren Wiedersehen zu feiern. Lade ich dich herzlichst zu dem großen Spektakel des Jahrhunderts ein, am letzten Tag des Astralmonds, wenn das Reich von Tfat nur ein Gedanken entfernt ist. Gibt es Geister, die du gerne wiedersehen würdest, oder hast du Angst? Gräme dich nicht, ich werde bei dir sein. Bis bald, ein alter Freund. Mysteriöser Brief. Achievement Game. Das war. Du hast immer gern in Metaphern kommuniziert. Aber dass du einmal eine Adresse angibst, ist wirklich unmöglich. Nicht einmal. Wie bitte? Keine Zeit. Kopf runter. Jetzt! Was ist los? Bist du verletzt? Brauchst du Hilfe oder Heilung? Da kommt etwas Großes. Dein nächstes Konzert? Was? Nein. Keine Zeit. Kopf runter. Der Boden? Das sieht nicht gut aus. Sind alle wohl auf? Puh, das war knapp. Das hätte echt übers gehen können. Was ist gerade passiert? Warum steht alles unter Wasser? Das würde mich auch interessieren. Kein Plan. Ich sitze da am Wald, schrieb meine neue Song, als der Boden unter meinen Füßen plötzlich zu beben beginnt. Und keine Minute später nochmal. Und plötzlich kommt da eine Welle direkt auf mich zu. Und ich renne natürlich los. Wie noch was. Ich lass doch mein Herr Guillaume nicht das werden. Die Seiten aus echter Seide, aus dem Scheiribik und den Korpus ist ethischer Bambus. Das Zeug ist selten. Du wirst fast von einer riesigen Welle ertränkt und dein erster Gedanke glitt dein Instrument. Klar, das ist mein absoluter Schatz. Fast so wertvoll wie meine Hände. Und auch fast so vielseitig. Geht es allem gut? Grace, die Drachen sei Dank. Ich habe schon befürchtet, dir wäre etwas passiert. Keine Sorge. Als die Wände anfingen zu zittern, habe ich mich unter einem Tisch versteckt. Und dann gesehen, wie das Wasser am Fenster vorbeihuscht. Es sah aus wie ein Tsunami. Aber Tsunamis sind enorm selten. Und so weit weg vom Meer. Eigentlich unmöglich. Wie ist es seltsam? Alles da draußen steht unter Wasser. Was könnte so eine Katastrophe nur auslösen? Das ist, gelinde gesagt, mehr als besorgniserregend. Und es ist definitiv zu gefährlich, nach draußen zu gehen. Das Gasthaus hat einige undichte Stellen. Keine Sorge, es wird schon nichts passieren. Ich habe das Fenster abgedichtet. Bist du sicher? Absolut, ich habe schon Schlimmeres überstanden. Und diese Taverne auch.
die Taverne. Manchmal denke ich von ihr einfach nur als ein Teil von ihr. Hätte ich nicht gedacht, dass das Gemäuer so zäh ist, aber ich bin echt froh darüber. Simpel, aber widerstandsfähig. So mag ich das. Genau wie du. Flirtst du gerade mit ihr? Ich? Nein! Niemals! Das ist doch jetzt eh nicht wichtig. Also ich schon. Er hat mich simpel, aber widerstandsfähig genannt. Das würde ich nicht als Flirten bezeichnen. Nicht? Nicht wirklich. Oh. Zurück zum Thema. Könntest du sehen, was genau passiert ist? Nicht wirklich. Ich habe dem Pfeifen des Windes in den Ästen gelauscht und mein neues Stück komponiert. Als plötzlich einige Silberbrustrutscher an mir vorbei rannten. Bevor sie mich zertrampeln konnten, sprang ich auf den Felsen, auf dem ich saß und sah zu, wie sie bergab galoppierten. Dann sah ich Wasser, das sich durch das Unterholz brach und die Bäume zerbrach, als wären sie Zahnstocher. Ich verlor keine Zeit und drehte mich auf den Absatz um. Dann wusste ich, wenn ich noch weiter wartete, wäre ich verloren. Und dann kam ich hierher und rief dir zu, dich zu ducken. Das klingt ja schrecklich. Geht es dir gut? Bist du verletzt? Je, mir geht's gut. Keine Sorge. Aber mit wem habe ich überhaupt das Vergnügen? Ich bin Grace. Freut mich, Grace. Ich bin... Oh, ihr Drachen. Du bist Voyage, stimmt's? Der silberzüngige Sänger. Je, das bin ich. Tut mir leid. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Aber ich habe ein Konzert auf dem Campus des Steinfall-Instituts gesehen. Deine Vorstellung hat mich wirklich bewegt. Wie nichts zuvor. Oh. Das habe ich getan? Oh ja, deine Musik war wie eine eigene Art von Magie. Ich war hin und weg. Musik kann in stressigen Zeiten ungeheuer beruhigend sein. Warst du damals gestresst? Ein wenig. Ich weiß nicht mehr genau wieso, aber ich erinnere mich genau an das Gefühl. Aber um ehrlich zu sein, bin ich jetzt deutlich gestresster als damals. Ich hoffe, Hex, geht es gut. Bestimmt. Ach du Kunde, Leute, Neune, habt ihr das gerade gesehen? Was, wo? Es sah aus wie ein rot geflügelter Aal. Oh, die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Und woher kommen sie denn eigentlich? Aus dem Abgrund des Zwiegels, denke ich. Was hat er hier zu tun? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich fürchte, du könntest recht haben. Ich fürchte mich auch. Sehr sogar. Ich glaube nicht, dass es da draußen sicher ist. Mit Sicherheit nicht. Ihr solltet heute Nacht hier bleiben. Unbedingt. Wäre das möglich? Natürlich, mein Gasthaus wird es überstehen. Das stimmt. Danke. Sag mal,
du mit der Laute. Wie heißt du? Ich? Ich bin Fagin. Spielst du die Laute, meine ich? Manchmal? Ich übe viel, aber ich bin noch nicht sehr gut. Wie wär's denn, wenn wir ein wenig zusammen jammen? Ein oder zwei Songs, um die Zeit zu überbrücken und die Stimmung zu heben? Meine Laute ist verstimmt und egal wie oft ich sie stimme, sie verliert es schnell wieder. Das ist wohl so ein Lautending. Alles klar, lass mich mal sehen. Ich helfe dir und dann jammen wir, bis die Sonne wieder scheint. Nachtlied für die Fische. Oha. Dritter Akt. Die Zwielichtflut. Stein der Pflege. 19. Strand. Oh, der dritte Akt. Das Spiel wird so ewig gehen. Spielt vier Akte. So, jetzt muss ich mal würfeln. Das ist gut. Aber jetzt die Taverne geflutet, das ist nicht gut. So ein Mist. Jetzt muss ich mal würfeln, ob ich die Tür noch aufkriege. Bei dem Wasser. Das gleich mal zweimal erschwert würfeln. Okay. Ein 8 und eine Net 20. Ja, das ist ja dann. Ist natürlich blöd. Das Advantage. 8. Ja, das wird. Da muss man natürlich erstmal noch ein bisschen rütteln. Dass wir die Tür aufkriegen. Das ist. So. Gerade so. Wie ist er hier reingekommen? Grace? Ist Grace hier? Die ja auch einen magisch-mystischen Mondnex. Das ist nicht lustig. Ist sie hier? Bitte sag ja. Das ist sie. Ich sag ihr Bescheid, dass du auch hier bist. Danke. Bei den Drachen. Ich war krank vor so krank. Und sie wird sich auch freuen, dass dir nichts passiert ist. Diese Flut, wenn sie davon erfasst worden wäre, dann. Nein. Das will ich mir nicht einmal vorstellen. Dann tu es eben nicht. Wie wäre es mit einem Drink für deine Nerven? Ein Drink klingt gut. Etwas, das meine Gedanken entwirrt und mir erlaubt, mich zu konzentrieren. Ich sehe, was ich da tun kann. Aber die wichtigste Frage, die wir noch nicht geklärt haben, ist, wie ist er hier reingekommen? Charakterinformationen. Ich glaube, das müssen wir mal am Ende nochmal durchlesen. Bildkarte. Aktualisieren. So ein Drink mit viel Intelligenz. Dann mal einmal den hier. Der wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Ja, dann nehmen wir mal den. Das passt doch zu Supernova Zeltas. Können wir noch irgendwas hinzufügen, was die. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das Ding unterstützt irgendwas. Das könnte gehen. Wird mir hier so ein. Ein bisschen stärker oder Inspiration ist das. Okay, dann brauchen wir nur noch ein bisschen
Violett. Und dann machen wir viel Charisma. Supernova Seltas. An Blutstreichung nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Und raus damit. Extra Seltas mit Inspiration. Vielleicht hilft das hier. Tut es. Zumindest ein wenig. Danke. Hex? Es geht dir gut. Den Drachen sei Dank. Und dir auch. Wie geht es dir? Bist du verletzt? Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alle hier haben sich gut um mich gekümmert. Und du dich um uns. Das ist Vador, das Mindeste. Wie geht es dir, liebster Bruder? Bist du verletzt? Nein, aber ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich war die ganze Nacht in diesem verdammten Haus und ich konnte nur daran denken, wie diese Flut. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du hierhin gehst? Ich habe überall nach dir gesucht. Tut mir leid, dass ich dich nicht um Erlaubnis gefragt habe, ob ich hier sein darf. So habe ich das nicht gemeint. Wie hast du es gemeint? Dass dir etwas passieren könnte und ich nichts davon gewusst hätte? Hexi, ich rechne nicht jeden Tag damit, dass ein Tsunami Gaia heimsucht. Das war wirklich nicht abzusehen. Es ist unmöglich, alles vorherzusehen, was passieren wird. Aber wir können damit umgehen, wenn es passiert. Und ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Trotzdem, woher soll ich wissen, dass du gut auf bist? Ich bin schon Großsex, aber du kannst mir ruhig etwas mehr zutrauen. Und Pasta hat mir sehr geholfen. Pasta? Protektive Abwehrsiegel und traumatologisches Allgemeinwissen. Verstehe. Mein Gasthaus wird auch durch einige meiner eigenen Siegel geschützt. Wenigstens etwas. Ja, ich bin dankbar, dass ihr Gasthaus mich beschützt hat. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich hatte nicht vor, so lange zu bleiben. Aber dann kam die Flut und... Schon okay. Wie... geht es dir? Steht das Haus noch? Abgesehen von ein paar Schönheitsschäden und einigen Lecks im Dach geht es schon, schätze ich. Ich habe die Flut nicht einmal bemerkt, bis das Fundament des Hauses zu zittern anfing. Ich war in meine Arbeit vertieft. Ich habe die Essenz der 567. Dimension eingefangen und damit... Ich hoffe, du hast nicht schon wieder ein Loch in das magische Gefühl gerissen. Diesmal nicht. Und selbst wenn, du hättest mich nicht aufhalten können. Du warst ja nicht da. Stimmt. Aber ich kann dir jetzt die Gebeten lesen. Bevor du das tust, ich hatte Erfolg. Ich habe etwas einfangen können. Wirklich? Das ist ja sensationell. Das hieße ja, dass ich habe einen winzigen Spalt in die Astralebene öffnen können und dass etwas Sternenstaub extrahieren können. Nun, zumindest so ungefähr. Wie das? Ich habe eine Astralscherbe ergattern können, als die Sterne fielen. Verstehe. Das Problem ist, dass man nie genau weiß, was durch so ein Durchbruch zwischen den Welten kommt, wenn man einen öffnet. Es könnte alles sein, oder jeder. Kreaturen? Zum Beispiel.
Das wäre nicht gut. Eindeutig nicht. Stell dir vor, deine Schwester verschwindet und du weißt nicht, ob sie von einer seltsamen Kreatur gefressen wurde oder nur einen kleinen Spaziergang macht. Hex, es reicht. Was? Wir haben dich verstanden. Ich bin weggegangen, du hast dir Sorgen gemacht. Das ist okay. Ich bin meine eigene Person. Ich kann tun, was ich will. Ich bin Astat. Und ich auch. Dann hör auf damit. Ich will nicht mit streiten. Dann tu es nicht. Tut mir leid. Dass dir etwas passieren könnte und ich nichts davon gewusst hätte. Wie wäre es mit etwas Ablenkung? Wir könnten nach draußen gehen und etwas von dem Wasser sammeln, das die Flut zurückgelassen hat. Genau. Wer weiß, welche magischen Eigenschaften es aufweist, das sollten wir untersuchen. Nice. Es könnte mir bei meinem Projekt helfen. Gut möglich. Aber um den primordialen Vortex erreichen zu können, bräuchtest du primordiales Wasser. Genau, aber wer weiß, was wir da draußen finden. Haltet mich auf dem Laufenden. In der Theopraxis will ich das tun, aber nur theopraktisch. Ich habe nichts anderes erwartet. Danke, dass ich hier bleiben durfte. Und für alles andere auch. Bis bald. Die Tür steht unter Wasser. Wie kommen die hier raus? Naja, egal. Irgendwie steigen durchs Dachfenster. Oder so.